Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man eine praktische Einkaufstasche näht mit einem Innenfutter. Ich nehme zwei verschiedene Baumwollstoffe, einen Außenstoff und einen Innenstoff. Den Schnitt dazu könnt ihr auch selber machen und das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht ein großes Papier, 60 x 42 cm. Das entspricht einem DIN A2 Blatt oder ihr könnt auch ein Zeitungspapier dafür nehmen. Zuerst falte ich das Papier der Länge nach mittig zusammen im Bruch. Messe von der linken Seite zuerst 34 cm und dann 26 cm. Von der rechten Seite oben 5 cm. Und dann nochmal 5,5 cm für den Henkel. Ziehe zwei geraden Linien und dann zeichne ich für die Henkel zwei Rundungen ein. Die Rundungen könnt ihr mit einem runden Lineal machen, wenn ihr eins habt, oder einem runden Gegenstand, wie zum Beispiel einem großen Teller. Für den Taschenboden markiere ich jetzt die Ecken 4 x 4 cm. Der Schnitt ist jetzt fertig, schneidet ihn aus und die Nahtzugabe ist im Schnitt enthalten. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann schneidet ihr die Stoffteile zu, nehmt den Außenstoff der Länge nach, legt das Schnittmuster drauf und steckt es mit Stecknadeln fest. Und dann könnt ihr die Tasche zuschneiden. Das gleiche auch vom Innenstoff zuschneiden. Dann braucht ihr noch eine Innentasche, die schneidet ihr 42 x 20 cm groß zu. Bügelt euch die Innentasche zuerst vor, indem ihr die obere Kante 2 x 1 cm umbügelt und die untere Kante 1 cm. Jetzt steppt ihr die 2 x umgebügelte Kante 1 cm breit ab und nicht vergessen, die Naht am Anfang und am Ende immer verriegeln. Jetzt nehmt ihr euch ein Innenstoffteil, legt die Innentasche gerade drauf, beide Stoffteile mit der rechten Seite oben und von der unteren Kante ungefähr 8 cm. Dann näht ihr die Tasche ringsherum fest. Verriegelt die Tasche am Anfang. Jetzt könnt ihr die Tasche unterteilen in 2 bis 3 Fächer. Ich mache 2 Fächer und unterteile die Tasche einmal in der Mitte und nähe von unten nach oben. Verriegel die Tasche wieder am Ende. Dann legt euch die 2 Innenstoffteile mit der rechten Seite innen aufeinander,
steckt ihr euch mit Stecknadeln zusammen. Unten müsst ihr eine Öffnung für die Tasche zum Wenden lassen, markiert die, so ungefähr 12 cm lang. Und dann näht die Seitenkanten und die untere Kante zusammen. 1 cm breit. Nicht vergessen, die Naht am Anfang und am Ende verriegeln. Hier ist die Wendeöffnung. Dann näht ihr die Außenstoffteile genauso zusammen, nur unten ohne Wendeöffnung. Die rechte Seite innen. Und jetzt bügelt ihr alle Nähte auseinander. Jetzt näht ihr die Ecken für den Taschenboden. Zieht die Ecken auseinander, so dass die Naht aufeinander liegt. Ihr könnt es euch stecken. Und dann näht ihr die Ecken 1 cm breit zu. Genauso macht ihr auch die andere Ecke. Jetzt wendet ihr den Außenstoff. Und wenn ihr ein Level habt, könnt ihr es vorne mittig annähen. Das mache ich jetzt. Dann zieht ihr den Innenstoff über den Außenstoff, so dass die rechte Seite innen aufeinander liegt und steckt euch die zwei Teile zusammen, Mitte auf Mitte und die Henkel. Also ringsherum. Und auf beiden Seiten. Dann näht ihr die Henkel innen 1 cm breit zusammen und mit kleinen Stichen. Beide Seiten. Und jetzt schneidet ihr die Nahtzugabe an der Rundung vorsichtig mit der Schere ein bisschen ein, aber nicht die Naht aufschneiden.
Jetzt näht ihr die Henkel auf der anderen Seite ringsherum zusammen und lasst an beiden Enden 5 cm offen. Und fange hier erst an zu nähen und hier oben bleibt es offen. Seitennaht auf Seitennaht. Und hier höre ich wieder 5 cm vorher auf zum Nähen. Jetzt die andere Seite genauso. Jetzt schneidet ihr auch hier die Nahtzugabe an der Rundung ein bisschen ein. Beide Seiten. Jetzt wendet ihr die Tasche durch die Wendeöffnung. Und die Henkel könnt ihr von innen mit dem Finger nach außen durchschieben. Jetzt stecke ich das Innenfutter nach innen, legt die Tasche so hin, dass die Henkel aufeinander liegen und jetzt näht ihr die Henkel oben 1 cm breit mit kleinen Stichen zusammen. Wichtig ist hier, dass die Naht schön aufeinander liegt. Ihr könnt es euch ja wieder stecken. Kleine Stiche sind hier wichtig, dass die Naht gut hält. Beide Henkel. Jetzt drückt ihr die Nahtzugabe, am besten mit dem Fingernagel, ein bisschen auseinander. Und bei der Öffnung legt ihr die Nahtzugabe nach innen, sodass die Kanten schön aufeinander liegen und steckt die mit Stecknadeln zusammen. Jetzt bügelt ihr alle Kanten glatt ab, dann könnt ihr die nachher schön absteppen. Jetzt steppe ich alle Kanten ringsherum schmal ab und hier könnt ihr einen größeren Stich nehmen. Und nähe auch gleich die Öffnung zu. Jetzt die andere Seite. Hier haben wir wieder eine Öffnung, die ich jetzt zunähe. Zum Schluss schließt ihr die Wendeöffnung, schlagt die Nahtzugabe nach innen, sodass
Kante auf Kante legt und steppt die Wendeöffnung ganz schmal zusammen. So. Und fertig ist eure Tasche. Viel Spaß beim Einkaufen!